Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen bei unserer Reise hier in der Schlangenregion in Survival Fountain of Youth. Ja, und wir haben ja gesagt, heute gehen wir mal da unten rum. Ach so, ich habe hier offscreen mal so ein bisschen Schutz aufgebaut, dass wir mal Feuer haben, wenn es regnet und so. Ja, eine Kiste, damit wir Klamotten da bunkern können. Oh ja. Genau. Quatsch, falsche Taste. Wo ist denn hier jetzt eine Schlange? Ich bin doch vorhin wieder in eine reingerannt. Da. Ja, die hatte mich auch vergiftet, wie ihr am Antigift-Symbol da oben sehen könnt. Habe ich zum Glück auch einen Biss eines Skorpions ertragen müssen, um dann alles andere zu kriegen. Gegengift zu bekommen. Also ich bin dem Skorpion sehr dankbar. So, das Wasser des Lebens habe ich noch nicht getrunken. Wie ihr seht, da oben beim Leben ist noch ein bisschen was nach oben offen. Aber wir haben auch 5, könnte man machen. Genau, so ein Regen-Auffang-Ding habe ich hier aufgebaut. Ja, aber jetzt schauen wir doch erstmal hier so. Ui, warten Ruckler. Warten Datten da los. So, hier haben wir uns nämlich noch gar nicht umgeschaut, ne? Ich schätze, bis auf Hühner wird es hier nicht viel geben. Was haben wir denn hier? Alten Baumstumpf, ne? Ja. Das ist. Da ist irgendwo eine Schlange, aber bei Regen hört man die Viecher noch schlechter, ne? Da. Ich töte die lieber, ich kenne mein Glück. Ich renne mich wieder mitten rein. Nee, das ist nur Kamille gewesen. Wenn ich sie schon höre, soll ich sie auch vernichten. So, ja, mein Hühnchen, dir tut doch keiner was. So, hier oben hatten wir, glaube ich, schon mal geguckt gehabt, kurz, ne? Aber mal schauen. Oh, echt dunkel, ne, schon wieder mit dem Regen hier. Das nervt schon ein bisschen, dass der Regen so düster ist. Weil man ja auch nichts sieht, nicht wahr? So, hier oben gibt es anscheinend auch nichts Besonderes, bis auf einen Stein. Nope. So, der Gottfried hatte mich in einem Kommentar gefragt, wie man denn die Tonform für den Säbel bekommt hier. Ich weiß gar nicht, hier war die, glaube ich. Genau, hier muss die irgendwo sein. Basis der Eisenarmbrust. Nick. Man, die Tonformen waren die nicht. Wo waren die denn noch? Doch, hier müssten die noch. Hier, Tonform für den Säbel. Ich meine, dass du einfach nur ein Stück Eisen entweder aufnehmen musst, aber Eisenerz hat er schon. Genau, meiner Meinung nach musst du mindestens ein Eisenbach geschmolzen haben. Wenn ich da falsch liege, berichtigt mich doch gerne, aber ich meine, so war es, ne? Aber 100% sicher bin ich mir da leider auch nicht mehr. Deswegen, wenn ihr mehr wisst, haut's in die Kommentare. Sagt mir was. Boah, ey! Du blöde Kuh, Mann! Bei Regen hörst du die gar nicht, die Viecher, ne? So. Ah, ist das schlimm hier. Ach, ich dachte, hier wäre was. Naja, wir gucken mal einfach weiter hier.
Da oben geht's noch irgendwo hin. Hier ist irgendein Viech. Ja, da ist es. Bist du? Komm her. Komm her. Hat er mich auch noch erwischt, der Blöd, ey. Ja, ciao. Warst du denn alleine hier? Ja, anscheinend. Oh ja, hier könnten wir noch mal ein paar von mitnehmen. Immer gut. So, hier, da oben, die Treppe müssen wir irgendwie hoch. Also viel mehr ist hier jetzt auch nicht, ne? Nope. Na, ich hätte gedacht, hier wäre noch ein bisschen mehr. So. Da ist mein Bötchen. Können wir irgendwas davon gebrauchen? Ja, hier, den kann ich bestimmt nachher gebrauchen. Hier, die können rüber, die brauche ich hier nicht. Okay, nö, sonst brauche ich hier nichts, ne? Humatrank, was macht der? Bringt vorübergehend unbegrenzte Ausdauer. Die soll man, habe ich gelesen, als Tipp. Tatsächlich soll man die schlucken, wenn man gegen den Typi kämpft. Wie heißt er denn gleich? Gegen diesen Alperwolf. Dann soll man die wohl vorher nehmen. So, genau, da wollte ich durch. Das war das Loch, was ich immer gesehen hatte. Aber, nichts Besonderes hier. Nee. Gar nichts Besonderes hier. Na, ja, die kann man immer mal gut gebrauchen. Die sind ja nie weg. Naja, aber hier ist auch gar nichts, ne? Nö, hätte ich gedacht. Ja, dann schleichen wir hier doch mal weiter rum. Und frieren uns den Arsch ab. Kann das mal aufhören zu regnen hier? Das nervt schon ein bisschen, ne? So, hier gibt es noch Aloe. Die hatten wir uns schon geholt. Ja, und da waren wir ja schon. Aber, und das ist jetzt die große Frage, entweder hier oben rüber, aber wir sind hier, da müsste man noch da vorne irgendwo durch können. Da! Kicke mal einer an. Na, da kicken sie, ne? Ja, vom Allerfeinsten. Da gibt es noch so ein Schakal. Achso, wie kommen wir denn jetzt da wieder hoch? Ja. Hier vermutlich, ne? Ja. Ey. Oh Gott. Ah ja. Hast du den Fall wieder ein... hallo. Danke. So, guck mal einer an. Ja, so kommen wir schon wieder ein Stück weiter, richtig?
Und so geht es immer ein Stück vorwärts. Das ist... Ach, du blöde Zimtzicke. Aber die hätte ich auch genau dahin gepackt. Die hätte ich genau aus dem Grund, den ich hier abgeliefert habe, dahin gepackt. Nämlich, dass man nicht aufpasst. Autsch. Da ist nix, ne? Jekyll the Jekyll. Na, ist er ja. Jekyll der Schakal. Aua. So, was ist jetzt davon? Wie er da wieder schön dran vorbeigeschossen hat, nicht? Hä? Ne, hier gibt's nix. Ach je, wo sind wir denn hier? Oh, hier waren wir noch nicht. Sehr geil. Oh, hier gibt's Flachs. Hasen. Die brauche ich auch, die Hasen. Hier gibt es noch was Besonderes, aber das kriegen wir was. Na? Guck mal, wir sind hier durch die Höhle durch. Das ist wahrscheinlich das, wo wir da lang müssen. Genau. Da kommen wir so jetzt nicht hin. Aber gut, da kommen wir noch hin, ne? Was gibt's denn hier noch? Ein Jekyll-Jekyll? Ein Hirsch? Hirsch haben wir auch noch nicht gehabt. Ne? Der ist auch neu. Cool. Also hier gibt es viele Schakale und Hirsche. Geil. Boah, könnte dieses beschissene Wetter mal besser werden. Oh, endlich mal. Ach nee, das war nur der Blitz. Na toll, ey, war dein Sauwetter hier. Warte, Windkälte. Da habe ich was gegen. Wo ist denn Jekyll der Schakal hier? Da ist ein Hirsch. Da ist auch ein Hirsch. Ach, Flachs. So, Flachsbündel haben wir freigeschaltet. Und was können wir damit dann machen? Ah, Leinenstoff. Cool. Leinenstoff ist geil. Jetzt haben wir einen Refers Hirsch. Glaub, mein Pfeil ist kaputt gegangen. Ja. Ne, da ist er. Ja, aber er ist kaputt. Mist, und der letzte Pfeil hält auch nicht mehr so viel. Oh, guck mal, da oben geht es auch noch hoch. Okay, ich brauche neue Pfeile.
würde sagen, ich mache hier mal eben eine kleine Pause. Geh nach Hause, hol mir neue Pfeile. Weil sonst macht es hier ja gar keinen Sinn, ne? Nee. Hier fliegt noch irgendwo ein Kondor rum. Nee, die Richtung. Da oben ist er ja. Na, eigentlich könnten wir genau da lang gehen, ne? Nee, Quatsch, das ist das doch nicht. Doch. Von da kommen wir. Ich dachte, da kommen wir hoch, aber das ist dann wahrscheinlich das da, ne? Das sah echt erst so aus, als wenn es da nach da oben geht. So, okay, bis gleich. Da bin ich wieder. Hab uns mal ein paar Steinpfeile nochmal gemacht, aber auch zwei Knochenpfeile. Aber gut. Ja, was du brauchst und so. Genau, da unten waren wir. So, bevor wir da jetzt reingehen, muss ich mir noch ein bisschen Schokolade nachholen. Genau, den habe ich gesucht. Komm. Ja? Ach, ein Kanickel. Mist. Dann säbeln wir es nieder. War nämlich Hasenfell. Hä? Was? Ach Gott. Mit dem habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Da sind zwei Schakale. Darf ich jetzt erst mein Hasenfell nehmen? Danke. Aua. So. Aua, meine Güte. Ja. Mann, geh sterben. Mann, was nerven die Viecher. Mann. Mecker, mecker, mecker. So, wo ist noch ein Pfeil? Da. Nimm den doch mal auf. Wie viel haben wir denn? 4 haben wir wieder. Sehr schön. So, ich hatte was Neues, ne? Hasenfell. Hier, was? Da. Verarbeitetes Hasenfell. Ausgezeichnete Gerberwerkbank, okay. Das brauchte ich auch irgendwo für, ne? Komm her, du. Nee, komm. Gar nicht erst wegrennen tun. Oh. Scheiße, wo? Okay, hier haben wir nichts Besonderes, ne? Nee. Dachte, so ein Reh gäbe jetzt auch noch mal was Besonderes. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal hier so ein bisschen gucken. Hier oben, hier ist noch was Besonderes, ne?
Was haben wir denn da? Anleitung für Jägerhut. Jawohl. Haben wir schon. Was haben wir denn da jetzt alles? Jägerhut, Kleidung. Wir haben jetzt. Och, hier, Leinenhaube. Was macht die denn? Schützt vor Kälte. Das ist gut, ne? Das ist gut. Ja, und dafür brauchten wir, glaube ich, Leinenstoff. Genau. Und ich glaube, für diese Jägerkleidung, dafür brauchten wir Hasenfell, ne? Ja. Ein Stück Hasenleder sogar. Oh Mann. Mhm. Gut, gut. Mhm. Da gibt es noch Lehm. Beziehungsweise Wasserquelle. Hm. Ah ja, hier sind viele Schlangen, ne? Aligosche. Milady, bitte seien Sie ruhig. In der Regel hat sie immer öfter mal Schlangen, ne? So, mach alles voll hier. Wunderbar. Dann trink dich einmal voll. Perfekt. Nächster, hören Sie es, hören Sie es. Hier war noch ein Lehmblümchen. Jo, alles mal mitnehmen. Hier ist aber nichts Besonderes mehr, ne? Ah, hier sind ein paar Fußspuren. Ah, Karnickel. Karnickel. Wo bist du noch? Komm her, mein Kleiner. Gib mir dein Fell und gib mir deinen Knochen. Dankeschön. Aufgenommen habe ich alles, ja? Zaun ist auch drin. Ich rück mal hier so rüber. So, ich glaube, dann haben... Was gibt's hier irgendwie was Besonderes? Ach, Eukalyptus, ja, brauchen wir jetzt nicht. Brauche ich diesen Rohrkolben? Weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich bisher noch nie gebraucht. Was aber nicht heißt, dass ich ihn nicht brauche. So, was gibt's denn da noch so schönes? Quatsch, nicht damit, damit. So, hier haben wir auch Hasen. Hier haben wir Orange. Okay, die nehmen wir uns. Hier ist noch Flachs. Oh, warte mal. Haben den Flachs hier gelassen. Flachs nehme ich mit, aber Flachssamen wären noch viel geiler, ne? Das ist dann also Flachs. Ich dachte, das wäre Kamille. Flachssamen wären richtig cool, ne? Ja. Das kann ich nicht tun. Was? Der ist auch immer an Frieren hier, ne? Hier sind die Orangen. Einmal. Zweimal. Hat er nicht was von dreien gesagt? Da. Dreimal? So, weil Orange ist immer schön Flüssigkeit, ne? 11 Stück, sehr geil. Und es wird wieder dunkel. Natürlich. Ist das denn schon so spät? Oh ja. Oh ja. Es wird schon wieder spät. Hier oben gab es noch... Schakale. Weihe. Und da hinten ist auch noch einer.
So, Nummer 1. So, diesmal nicht mehr hier. So, zweie. Jawohl. Jetzt können bevor das wieder dunkel wird. Ah, Mist. Ich. Seht das schon mit dem da oben? Der greift doch genau dann an, wenn ich es nicht gebrauchen kann, ne? Solange ich ihn in Beobachtung habe, kommt der nicht, der Sack. Gibt es doch nicht, ey. Ja, jetzt vielleicht. Er greift. Nein, er greift nicht. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Na, küttet. Du kümmt schon. Ach, dann leckt's mir doch im Arsch. Hier ist noch mal ein bisschen Flachs. Ein Tier jagt mich, natürlich. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Seil habe. Aber gleich. So. So, nun kriegen die mich schon mal nicht mehr, ne? Also der Schakal da unten. So, würde ich sagen, machen wir mal eben die Nacht rum hier. Ach, verdammt, ich habe vergessen, die Pause auszumachen hier. Jetzt ist der Schakal schon tot. Ja, du kannst wirklich besser mit dem Säbel arbeiten, ne? Aber... Oh, der nimmt auch nicht viel Schaden, ne? Haben wir hier denn irgendwas Besonderes? Ne? Hier ist auch so nichts mehr. Außer dem Hirsch. So, das haben wir gecheckt, das haben wir gecheckt. Da hinten. Wo waren wir denn? Da waren wir, ne? Da kommen wir weg, glaube ich. Da kommen wir nochmal irgendwie hoch. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Da oben ist aber auch noch irgendwas. Ne, hier geht's auf jeden Fall nochmal hoch. Hier wollen wir doch nochmal schauen. Ja, ja, Vöglis. Hier ist noch irgendwie so eine Brücke. Jawohl. Wo sind wir denn dann jetzt hier? Aha. Hier gibt's Liane, Hibiskus. Ist auch immer gut. Ein bisschen Tabak. Hier hinten kann geangelt werden. Aber sonst ist hier nichts Besonderes, ne? Ja, macht ja nichts. Hier gibt's noch massiven Stein. Ich habe jetzt immer noch kein Silbervorkommen gesehen, ne? Das wäre hier. War denn hier nicht auch irgendwo eins? Ich meine, dass ich da nicht nur das hatte, sondern noch ein weiteres. Da. Ja, nee, da ist Eisen. Da müssen wir aber auch noch hinkommen. Dafür brauchen wir aber dieses Sprengdingen, ne? Und da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Dann gehen wir mal hier weiter.
Dann geht er weiter. Und weiter. Also hier ist nicht unser Boot. Gut. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Bin gespannt. Vielleicht finde ich hier ja dieses blöde Pulverfass noch, ne? Das brauchen wir nämlich auch noch, damit wir irgendwie da hinten da mal was wegsprengen können. Ja, ja, gesehen. Edge. Na, mal gucken, was hier noch so ist. Kalt ist ihm schon wieder, ne? Hier geht es runter. Wo geht's denn da dann hin? Ach, da gibt es den Hibiskus und da ist noch die Liane. Das nehme ich mal eben mit. Weil Liane ist schon nicht verkehrt, ne? Liane ist schon ganz gut. Danke. Ja, mehr muss ich hier jetzt auch nicht mitnehmen, oder? Nö. Ich denn hier? Hä? Keine Ahnung. So, wir müssen hier unten rum. Dann tun wir mal. Oh, wir sind auch schon wieder drüber über die Zeit. Guck mal da vorne, da müssen wir auch noch tauchen gehen, ne? Aber dafür brauche ich meine Harpune. Ja. Ohne die wäre das blödsinnig. Ohne Harpune macht das doch gar keinen Sinn. Hier war der Tabak. Wo ist der Hibiskus? Ich sehe ihn nicht. Oh, da sind wir dran vorbeigerannt. Aha. Hä? Wo denn, bitteschön? Nee, der müsste ja quasi da irgendwo auf einem so einem Felsen sein. Naja, ist jetzt nur Hibiskus, ne? Nicht ganz so wichtig. Ich habe noch welchen an Bord. Zur Not. Aber da ist nichts. Nee. Hm. Keine Ahnung, wo die den Hibiskus gesehen haben. Ja, da waren wir auch schon. Also da drüben waren wir schon, ne? Aber viel Besonderes ist hier jetzt auch nicht. Ne, ist jetzt nur noch das letzte Stück da, wo wir hin müssen. Hm. Ah ja. Ach Gott. Ja, hört doch mal auf zu bibbern, Junge. Hier könnte man jetzt zur Not noch angeln, wenn man eine Angel dabei hätte. Aber ansonsten gibt es ja nur noch ein paar Blättchen. Und so on. Ja, dann würde ich doch sagen, unsere Entdeckertour hier mal gerade ein Ende. Für heute wieder. Und dann müssen wir gucken, wo wir dieses blöde Pulverfass finden. Ich habe keine Idee, Leute. Ich glaube, ich suche hier mal offscreen ein bisschen. Und ja, wenn ich es gefunden habe, können wir ja dann weitermachen. Weil irgendwo muss es ja sein. Aber wo? Respawnt ja nicht irgendwie da, ne? Ne, ich denke, es wird zwei geben. War das, oder ich hätte mir das eine sparen müssen. Jetzt kann ich hier erst weitermachen, wenn ich ein zweites finde. Aber da das ein Schulterträger ist. Ist natürlich der Nachteil, dass, sagen wir schnell, was ist der Nachteil? Ja, der Nachteil ist dann, dass du kein
dass du das nirgendwo reinpacken kannst, dass du also auch nicht mit dem Boot transportieren kannst. Ja, das ist der Nachteil so ein bisschen, ne? Aber hier ist kein Hibiskus. Das ist gelogen, Map. Das war gelogen. Böse Map. Der, oder das ist irgendwo da unten am Hang. Kann auch sein. Nee, das glaube ich nicht. Aber ey, so ein bisschen grafische Fehlerleichte gibt es hier ja noch, ne? Weil, guck mal hier, wie klein ich eigentlich sein müsste. So, puff. Jo, das ist ja mal was. Naja, wir müssen hier ja quasi gucken. Oh. Da ist irgendwo noch eine Schlange. Da. Zack, was? Achso, Steinfallen wurde nicht beschädigt. Aber er ist weg. Wo ist er? Ah. Gut. Wo ist er denn? Nee, aber hier ist auch kein explosives Pulverfass. Nee, nee. Ja, das ist jetzt das Einzige, was noch fehlt, ne? Das Pulverfässchen. Oh, wir müssen echt aufpassen. Guckt euch mal unser Leben an, ey. Oh. Ne, hier geht's nicht weiter. Ich hoffe, hier geht's wieder zurück. Jawohl. Okay. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich gehe erstmal wieder zurück zu unserer Hütte. Guck mal, dass wir wieder ein bisschen an Leben gewinnen. Kommen wir da hinten hin? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal noch mal kurz zusammen, Leute. Ach, jetzt wird es auch noch heiß hier, ja? Aber gleichzeitig bin ich am Frieren, oder was? Also, hier können wir auch noch weiter. Guck mal, wie weit das hier noch geht. Bis hier zum Bett. Aber ja, hier können wir noch ein Stück weiterkommen. Aber auch nicht viel weiter. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Nee, wieso kann ich da jetzt schon wieder nicht ranzoomen? Hier gibt es nur noch ein Vogelnest, aber da geht es nicht weiter. Ja, wir brauchen dieses Pulverfass, damit wir dann den letzten Teil der Insel auch noch decken können. Da. Also könnten wir hier nochmal gucken. Wie komme ich denn da hin? Da ist irgendwie so eine Höhle. Und das heißt, ich muss irgendwie da vielleicht so was ist, ne? Hier oben ist auch noch irgendwas. Da waren wir aber schon. Ja. Okay, ihr Lieben. Ja, das ist hier so die letzten drei Stationen, die wir noch haben. Hier ist auch noch irgendwas. Da kommen wir aber nur hin, wenn wir hier runterkommen. Genau. Und dann kommen wir auch dahin. Und ja, den können wir nur noch da machen, ne? So ein Murks. Ja gut, wie gesagt, ich gehe nach Hause. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt und nichts verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Haut auf die Glocke, dann seid ihr immer up to date. Und ja, lasst mir auch gerne eure Kommentare da. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.